So, um auf dem Login-Server zu arbeiten, braucht man grundsätzlich eigentlich nur eine Möglichkeit, um eine SSH-Verbindung aufzubauen. Das heißt, die Nutzung des Remote-Servers ist im Prinzip unabhängig von der Art des Gerätes, von dem aus Sie mit dem Server kommunizieren möchten. Und für uns heißt das, dass man nicht unbedingt einen Laptop oder einen Desktop-Rechner braucht, sondern dass die Verbindung mit dem Login-Server auch über Geräte wie Tablets oder Smartphones aufgebaut werden kann. Eine ganz andere Frage ist es natürlich, ob man mit jedem Endgerät, das eine Verbindung herstellen kann, auch sinnvoll mit dem Programm arbeiten kann. Und für die Arbeit mit CQP heißt es eigentlich auch, dass es zunehmend natürlich frisseliger wird, je kleiner und leistungsärmer das Gerät ist. Und mit Tablets ist es also grundsätzlich möglich, aber mit Smartphones ist es schon eine sehr mühsame Angelegenheit. Und auch wenn Sie mit einem Tablet arbeiten, ist es natürlich besser, wenn Sie auch eine physikalische Tastatur haben. Nun gibt es ja sehr, sehr viele Systeme, auf die das jetzt hier zutrifft, so wie Android, iOS oder Windows. Und wir können die jetzt nicht alle durchspielen. Und außerdem ändern sich die Betriebssysteme, Versionen und Apps zu schnell, um immer auf den neuesten Stand zu sein. Also illustriere ich hier mal so das grobe Prinzip beim Verbindungsaufbau mit solchen Geräten, weil das eigentlich so vom Grundprinzip für die meisten Betriebssysteme und Apps recht ähnlich ist. Und aus praktischen Gründen machen wir das am Beispiel des iPads. Um sich mit dem Server zu verbinden, brauchen Sie eine App für eine SSH-Verbindung. Und da gibt es für die meisten Geräte mehrere zur Auswahl. Das heißt, Sie können auch Alternativen testen, wenn Sie mit der einen oder anderen nicht so ganz klarkommen. In der Regel sollten Sie auch eine kostenfreie App finden können, obwohl viele dieser kostenfreien Apps sich über Werbung finanzieren. Das heißt, die jeweiligen Pro-Versionen sind dann werbefrei und sollten auch eigentlich nicht mehr als ein paar Euro kosten. Die SSH-Apps funktionieren so, dass man Profile erstellt, die Verbindungsdaten speichern. Der Vorteil ist dann, dass man bei vielen dieser Apps ein einmal angelegtes Profil einfach starten kann und dann vor den zukünftigen Verbindungen keine extra Eingaben mehr machen muss. Und wie man solches Profil anlegt, das schauen wir uns für die App Server Auditor an, die es kostenfrei im App Store gibt. Ist die App gestartet, sucht man nach einer Möglichkeit, ein neues Verbindungsprofil anzulegen. Und in diesem Fall heißt das New Host für ein Verbindungsprofil mit einem bestimmten Server. Es kann aber auch Connection oder Verbindung heißen. Dann bekomme ich diese Eingabemaske, in der ich die Informationen eingeben kann. Und fast alle Apps haben so ein Feld, um diesem Profil einen Namen zu geben. Das ist hauptsächlich dafür gedacht, falls Sie sich regelmäßig mit mehreren Servern verbinden möchten, damit Sie das jeweilige Profil in der Liste wiederfinden können. Der Name ist also relativ beliebig. Und in manchen anderen Apps heißt dieses Feld dann auch sowas wie Name oder Spitzname oder so ähnlich. Darunter ist ein Feld für den Host bzw. die IP-Adresse, also mit welchem Server ich verbunden werden möchte. Das ist in unserem Fall der Login-Server und deshalb tragen wir hier login.fu-berlin.de ein. Im Feld für Port sollte 22 stehen und das ist meistens auch so voreingestellt. Unter Username oder Nutzerkennung oder ähnliches tragen wir unsere CDAT-Kennung ein und bei Passwort logischerweise unser CDAT-Passwort. Bei manchen Apps, wie in diesem Fall, kann man das Passwort im Profil speichern, bei manchen anderen gibt man das Passwort dann bei jeder Verbindungsaufnahme direkt ein. Wenn ich also das Passwort eingegeben habe, könnte ich hier noch Einstellungen zum Aussehen des Fensters setzen, die kann man aber hinterher auch ändern. Und das schauen wir uns später nochmal kurz an. So, wir speichern das Profil und haben das Profil dann in der Liste von Verbindungsprofilen. Zur Verbindung klicken wir das Profil einfach an und bekommen dann, wie bei allen Verbindungsarten, bei der ersten Verbindung diese Sicherheitsabfrage, weil Ihr Gerät den Server noch nicht kennt und sie fragt, ob Sie dem Server vertrauen. Wir vertrauen dem Server und klicken auf Continue. Und dann ist diese Einstellung auch gespeichert. Das heißt, dieses Fenster wird in Zukunft nicht mehr kommen. So, dann wird die Verbindung zum Server hergestellt und für Server Auditor gibt es dann diese Schnellübersicht als Hilfe zur Bedienung über die Tastatur. So, wenn die Verbindung steht und das so aussieht, dann können Sie von hier aus genauso weiterarbeiten wie mit allen anderen Verbindungsarten. Kurz, wie ändere ich so ein Profil? Da finden Sie in den meisten Apps einen Abschnitt zum Ändern und gegebenenfalls welches Profil Sie ändern möchten. Und wir ändern für das Profil die Schriftgröße und die Hintergrundfarbe. Also eine etwas größere Schrift und ein besonders geekiges Grün auf schwarzem Grund. Gut, kann man mal so machen und dann speichern wir das Ganze. Wenn ich mich jetzt verbinde, ist das Ganze etwas größer und sieht schon ziemlich nerdig aus. Um die Verbindung zu beenden, gebe ich Exit ein, die Enter-Taste. Und damit schließt sich auch diese Verbindung.
So, hier im Überblick nochmal die Schritte, die Sie durchgehen müssen, sowie die Informationen, die zwar in den Apps unterschiedlich eingegeben werden und auch unterschiedlich heißen, aber deren Inhalt diesem Muster folgt. Das heißt, probieren Sie ein bisschen rum, lassen Sie sich nicht abschrecken, wenn etwas nicht sofort funktioniert, fragen Sie in den Kommentaren nach oder kommen Sie zu uns in die Corpus-Sprechstunde, wenn es gar nicht funktioniert.